Ja, wieder einmal ein erfreulicher Anlass. Im Wildpark Schweinfurt, in unserem freizeitkulturellen Juwel, wie man so schön sagen. Und was wären wir ohne die Tiere, ohne unsere Gäste und natürlich ohne unsere Sponsoren. Ohne diese Unterstützung wären wir nicht in der Lage, dieses Angebot hier zu machen. Und zwar kostenlos für unsere Bürgerinnen und Bürger und natürlich für alle Besucher, die nach Schweinfurt kommen. In diesem Falle danken wir ganz herzlich dem Lions Club Haßberge für eine großzügige Spende in Höhe von 1.200 Euro für unser neues Projekt Beopolis, die Stadt der Vögel. Das Vogelhaus ist in die Jahre gekommen und natürlich wollen wir auch hier sowohl den Gästen als auch den Tieren das beste Erlebnis und die beste Unterkunft bieten. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Unterstützung dieses Projektes. Wir zeigen uns erkenntlich, natürlich einer symbolischen Anerkennung, nichtsdestotrotz, das Beo-Verdienstkreuz mit der Ordnungsnummer 150. Ein kleines Dankeschön für Sie. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich darf Sie überreichen. Wenn du möchtest, vielen herzlichen Dank. Wir überreichen einen Check. Ja, genau. Vielen Dank. Vielleicht, bevor Sie das Finale vor dem Moment überreichen. Ja, das können wir noch machen. Herr Leier verteilt unser Wappentier, unser Wappenzeichen. Wir sind auf dem Bar, vielen Dank. Einmal lecken bitte. So, hallo, jetzt habe ich also Herrn Schlegelmilch vom Lions Club vor der Kamera. Herr Schlegelmilch, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, für den Wildpark in Schweinfurt was zu spenden? Also, wir waren letztes Jahr innerhalb der Pandemie vor den Entscheidung gestanden, wem helfen wir? Das heißt, welche Möglichkeiten gibt es, wo kann Hilfe gebraucht werden? Und dann war eine unserer Lions-Freundinnen, die Stefanie Schleicher, dabei und sagt, Mensch, ich habe da ein total geniales Projekt, da gibt es was im Wildpark Schweinfurt. Dann haben wir noch lange überlegt, okay, Lions Club Haßberge, Schweinfurt, haben aber gesagt, es gibt auch wahnsinnig viele Kunden und Menschen aus dem Bereich Haßberge, die ja auch gerne mal nach Schweinfurt gehen und auch in den Wildpark gehen. Haben wir gesagt, okay, sehen wir als sinnvoll an und als gemeinnützig und das unterstützen wir. Und daraufhin wurde es abgestimmt im Club und ging einstimmig durch und damit haben wir im Endeffekt auch was Gutes getan für unsere Region. Was finden Sie besonders schön im Wildpark? Also ich muss dazu sagen, die ganze Fläche, das ganze Angelegte hier ist sehr, sehr angenehm. Überhaupt mit Kindern, wenn man sich dann im Sommer auch mal mit einer Decke auf die Wiese legt. Ja, also das ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Es gibt viel zu spielen, es gibt wahnsinnig viele Tiere, also auch das. Und ich kenne Wildpark schon seit, 45 Jahren, glaube ich. Meine Tante, was hat gesagt, ja, die Schwester meiner Oma war Schweinfutterin und wir waren öfters mal bei ihr und sie ist immer mit uns hier rauf. Und immer mit uns einfach mal durch den Park gelaufen und es ist einfach ein Erlebnis. Das ist was Wunderschönes. Also gut, danke schön. Vielen Dank.